Ja, okay. Du haust dein Schwert durch die Parade von Gabriel in seine Schulter. Und während er sich versieht, möchte das Schwert ihn nach oben drücken. Seine komplette Flanke ist offen. Du lässt dein Schwert eben mit der anderen Hand los, sodass du es frei hast, hältst es nur mit einer Hand fest und dann hiebst du ihm nach deine gewaltige Faust, trümmerst sie ihm in den Bauch, sodass ihm sämtliche Luft rausgedrückt wird und der Apothekarius geht vor dir auf den Boden. Schau genau zu, ob Bruder Tordal irgendwie seinem Blutrausch erliegt und jetzt nochmal zuschlagen will und halte mich bereit, da einzugreifen. Ich gucke runter zu ihm. Gabriel hebt sich aus kniender Position, hat sein Schwert in der linken Hand nach unten baumelnd, lässt sich über die an der Schulter geschlagenen Wunde. Und schaut dich an, nachdem er das Blut schaut hat, nickt dir zu. Man hört Damit ist es erstmal entschieden. ein leises Knurren. Steht auf und ich reiche dir dann die Hand, wo das Schwert nicht gehalten wird, in so einem brüderlichen. Ja, ich reiche dir ebenfalls die Hand. Denn durch diesen Kampf, durch diese Niederlage in diesem Kampf verspreche ich dir, dass der Wolf und der Engel diesmal Seite an Seite voranschreiten werden und so etwas, wie es erst einst gab, dieses Mal nicht und uns nicht unterfahren wird. So sei es für den Imperator und für unsere Allväter. Kommt, darauf müssen wir trinken. Wunderbar. Ja, wenn ihr wieder zurück in die Halle geht, könnt ihr dort sehen, wie an dem Tisch immer noch der Reiniger sitzt. Er hat jetzt wohl allerdings auch seine Stiefel auf den Tisch abgesetzt und dann eben auch ein bisschen verschränkt. Hat er wohl irgendwie so einen gewaltigen Krug, der wohl nicht für seine Größe geeignet ist und steht da trotzdem vor ihm auf dem Tisch und guckt euch dann an. Und wer hat gewonnen? Dies geht euch nichts an. Naja, habe ich mir gedacht. Was tat es? Noch jemand eine Zigarre? Verpestet mich diese Luft. Ah ja. Ich soll euch holen. Der Inquisitor möchte euch sehen. Und deswegen habt ihr euch so frevelhaft auf unseren Tisch gelegt, ja? Ja, warum nicht? Er nimmt seine Stiefel vom Tisch und putzt einmal ganz grob mit seiner Hand drüber. Alles wieder sauber. Ich kann euch zeigen, wie man sauber macht. Jetzt ziehst du mich über den Tisch, oder wie? Dann Hm. kommt mal mit. Ich weiß, dass ihr die Stärkeren seid, da will ich mich euch gar nicht mit euch anlegen. Aber das Maschinenrad hat wieder irgendwelche Informationen, die gut für uns sind oder auch nicht. Keine Ahnung. Er redet irgendwas von Apokalypse. Das Typische, wie immer. Kommt mit. Geht voran. Ja, dann bringt euch der unverschämte Reiniger Xerxes wieder zurück durch die Gänge in Richtung des Raumes, in dem ihr gestern schon standet und wo ihr euren Bruder Arminius kennengelernt habt, den Blood Angel Sturmarin. Und könnt dann wieder vor euch erkennen, wie dort Zardos Vyakaimagos Biologus ist. Der hohe Magister Xanthis und selbstverständlich der hohe Inquisitor selbst. Ich nicke dem Inquisitor respektvoll zu. Ja, er nickt euch auch zu, scheint sich tatsächlich so über euch zu freuen, auch wenn sein Nicken nur oder sein Lächeln nur angedeutet ist, aber für euch auf alle Fälle zu erkennen, dass er euch wertschätzt. Also gut, tretet heran. Die Tyrannen auf herkömmliche Weise zu bekämpfen, ist so unsinnig, wie einen Strand, ein Sandkorn nach dem anderen zu bewegen. Wir haben in den letzten Tagen Entdeckung gemacht, die wir mit euch teilen wollen. Die Aufzeichnung, die ihr geborgen habt, sowie die Hinweise von Zardos Vyakai waren tatsächlich wichtig. Es ging dabei nicht um eine Waffe. Vielmehr haben wir herausgefunden, was wir vermutet haben seit langer Zeit. Die Schwarmflotten sind allesamt miteinander verbunden und legen ihre Arme um uns. Ihre Tentakel, sie sind all miteinander verbunden. Behemoth, Kraken, Leviathan, Tammet, Moloch, Jormungandr, Xos und Hydra. Sie sind alle mit der gleichen Proto-DNA gesegnet. Ihr meint wohl verflucht. Na, das meine ich.
Das bedeutet, dass ihre Tentakel, so sie uns denn entschlossen haben, die eigentliche Schwarmflotte ist so sehr viel größer als unsere, als unser Sternsystem. Nur wieder mal ein Beweis, dass man bei diesem Xenos-Abschaum nicht differenzieren sollte. Man sollte sie alle ausrotten. Wir sollten ihnen allen einzeln diese Tentakeln ausreißen. Wir werden hiermit anfangen. Der Schlag, den wir gegen Behemoth vorbereitet haben, wird sie empfindlich treffen. Ihr sollt dabei eine große Leistung tragen, die euch anerkennen wird. Sehr gern, Inquisitor. Wir stehen bereit. Wir haben selbstverständlich verschiedene Operationen laufen, die auf dem Planeten. Sie sollen euch aber längst nicht behindern. Das ist Dinge, die auch Menschen tun können. Etwas anderes, was Menschen allerdings nicht tun können, ist den Kranken selbst angreifen. Die Schwarmflotte. Deswegen seid ihr hier. Das klingt nach einer netten und einer spaßvollen, vor allem einer ruhmreichen Mission. Die Schild ist gestern bereits verglüht. Sie hat ihre Torpedos und ihre Waffenbatterien abgeschossen. Und hat dann, so wie geplant, ihren Reaktor gern gesprengt. Der Krake ist beschädigt, aber wohl nicht vernichtet. Er sendet weitere Sporen und Biomasse auf den Planeten und versucht sich zu regenerieren. Das muss verhindert werden. Ich senke kurz mein Haupt, um dem Opfer der Schild zu gedenken. Ihr Inquisitor, was ist euer Angriffsplan? Ihr werdet abgesprengt. Und zwar mit einem unserer Torpedos. Wir vermuten, dass sie so etwas wie Organe besitzen. Ähnlich wie die Tyranniden selbst. Keine Maschinen, die dort im Inneren etwas am Laufen halten, sondern mehr so etwas wie Organe. Brutstätten, Verdauungstrakte, Nerventunnel, Synapsenkammern, so etwas. Wir wissen nicht genau, wie so etwas aussieht. Das hat bisher noch keiner gewagt. Aber wenn es jemand schaffen kann, dann die Deathwatch. So ist es. Wir lassen euch gemeinsam mit unseren Auspex-Einheiten eine Karte anlegen, damit wir die Arterien begutachten können. Wir sprengen euch ab und ihr kriecht durch die Schichten nach innen und vernichtet das, was nach so etwas wie einem Kogitatorzentrum aussieht. Das Gehirn, korrekt. Wir vermuten, dass es so etwas wie ein Gehirn geben muss. Auf dem Weg dorthin könnt ihr weitere lebenswichtige Organe ausschalten. Es muss so etwas wie Sporengeschütze geben. Das sind diejenigen Dinge, die den Planeten beschießen. Solltet ihr sie vernichten, dann werden weniger Sporen in die Leere geschleudert und nun, unsere Einheiten unten auf dem Planeten werden ebenso erlöst. Ein gewagter Plan, aber interessant. Solche Organe sollte ich identifizieren können, wenn sie auch nur ähnlich dem Vorgang nachgehen, den ich das nachempfinden kann. Selbstverständlich. Es ist wichtig, dass ihr als Apothekarius dabei seid und weitere Proben nehmt. Jede Information, die ihr aus dem Schwarm selbst bergen könnt, ist wichtig. Gerade um unsere Theorien weiter zu festigen. Es hört sich nach einem interessanten Einsatz an. Lasst uns schnellstmöglich aufbrechen, damit nicht unnötig weiteres Militärmaterial des Imperators hier fallen wird. Es wird mir eine Ehre sein, das Wissen zu sammeln, womit es uns möglich gemacht wird, diesen Xenos-Abschaum aus unserem System zu tilgen. Diese Kreaturen haben nur ein Ziel, und sie verfolgen es mit unbarmherziger Konsequenz. Es gibt keine noch so niedrige oder abscheuliche Tat, vor der sie zurückschrecken. Sie wollen all das zerstören, was uns wichtig und heilig ist. Alles, für das wir Jahrtausende gekämpft haben, um es zu errichten. Dann sollten wir sie mit brachialer Gewalt davon hindern. Ihr werdet alles bekommen, was ihr wollt. Rüstet euch mit der Munition aus, die ihr braucht.
Sprungmodule. Nun, eure Magnetstiefel werden dort höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ihr werdet dort schon zurechtkommen. Sprenggranaten. Packt genug davon ein. Kriegen wir auch etwas Größeres? Vielleicht eine taktische Nuklearwaffe? Er schaut kurz zu Zardos Würkai herüber. Bestätigt. Nuklearer Sprengkörper kann benutzt werden. Wenn wir es tief genug nach innen schaffen, müsste die einigen Schaden anrichten. Ja, vor allen Dingen können wir sie als letzten Ausweg benutzen, sollten wir fallen. Wir sollten sie so programmieren lassen, dass sie implodiert, sollte ein von uns das Leben ausgehaucht werden. Wir können sie sicherlich irgendwie mit dem Diagnosehelm kombinieren. Ja, ein Totmannschalter. Ich kann die Taktik des Inquisitors nicht nachvollziehen. Die Vernichtung der Schild der Angst und die Überlastung des Reaktorkerns waren zu viel. Doch es war ein Erfolg. Der reaktive Sprengkern hat einen Großteil der Schwarmflotte dezimiert. Solange noch ein Kleinteil der Schwarmflotte existiert, werden mehr folgen. Und mehr. Und immer mehr. Keine Sorge. Wie gesagt, unsere Agenten befinden sich auf der Planetenoberfläche. Das ist nichts, womit wir euch behelligen werden. Aber sehr wohl ein Problem, was wir angehen. Wie sperrig ist solch eine Bombe? Ich glaube 50 Kilo, oder? Ja, kannst du sagen, wie du willst. Das kann irgendwo zwischen 50 Kilo und 50 Tonnen liegen, kommt das Gerät an. Ja, gut, die Space Marines mit Armor können ja auch ein bisschen mehr reintragen. Wir können euch einen Sprengkörper zur Verfügung stellen mit 200 Kilo Sprengstoff. Das hört sich annehmbar an. Ja, Bruder, ich würde ihn gerne tragen. Es wird mir eine Ehre sein. Bist du nicht schon genug beladen mit deinem Munitionskanister auf dem Rücken? Das wohl, Bruder, aber ich bin auch einer der wenigen von uns, der nicht immer direkt in die Feinde hereinstürmt. Da hast du nun auch recht. Ihr müsstet mir natürlich etwas mehr Deckung geben, aber da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Ich werde alle davon abhalten, in deine Nähe zu kommen. Gut, dann ist das entschieden. So gut, legen wir Primärziele fest. Zerstört den Synapsenknoten und vernichtet das, was als Schwarmschiff so etwas wie ein Gehirn sein muss. Sekundärziele. Sämtliche andere Systeme des Schwarmschiffes zerstören. Nebenziele könnt ihr frei bestimmen. Ansonsten ein weiteres Sekundärziel für den Apothekarius. Die Probe bergen. Eine weitere reine Probe des Genotyps der Schwarmflotte Dagon. Magos, sagt mir, ist die Hammer von Scintilla mit einem Teleportarium gesegnet? Selbstverständlich. Wir werden euch anpeilen, so wie den Kontakt nicht verlieren. Hervorragend. Dann müssen wir auf jeden Fall so einen Peilsender mitnehmen, sonst ist das unmöglich. Dann ist die Sicherstellung eurer Probe gesichert. Bruder Armenius, bitte tu in den Maschinenhallen so einen Peilsender an dich nehmen. Es wird geschehen. Außerdem bin ich dafür, dass wir für einen neuen Einsatz auch einen neuen Anführer uns auswählen. Es war mir eine Ehre, euch zu führen für den letzten Einsatz. Aber diese Ehre sollte jedem einmal zugute kommen. Ja, ich kann eure noble Ansicht nicht nachvollziehen. Ihr führtet uns mit Erfolg, das ist alles, was zählt. Ich möchte mich gerne dieses Mal davon frei machen. Die Bombe wird mich genug beschäftigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich möchte Bruder Gabriel vorschlagen. In solch einer biologischen Umgebung könnte sein Fachwissen uns den Vorteil bringen, den Vorteil zum Sieg bringen.
Ich stimme dem zu, zumal es wahrscheinlich ist, dass im Fall aller Fälle er der letzte Überlebende sein wird und die Mission zu Ende führen kann. Dann bestehe ich darauf, dass Gabriel das Teleportarium an sich nimmt. Eure Leben sind für das Mechanikum nicht relevant. Doch die Genotprobe muss gesichert sein. Gut, verstanden. Ich nehme diese Aufgabe an, ich. Meine Schwerter stehen dir voll zur Verfügung, Bruder Gabriel. Das Fleisch ist schwach. Und doch wallt das Blut des Primarchen heiß in meinen Adern. Ich muss den Magos Biologis entschuldigen. Das Mechanikum ist nicht so sehr auf den Erhalt von Leben, vor allem die der Astartes spezialisiert. Aber selbstverständlich weiß er darum, dass ihr ihn gerettet habt. Viel Erfolg wünschen wir euch. Viel Erfolg, meine Lords. Der Imperator beschützt. Der Imperator beschützt. Und wir wachen über sein Reich. Und damit schlage ich die Faust auf meine Brust. Wunderbar. Wann wird unser Abschuss stattfinden? Sobald wie möglich. Reiniger Xerxes wird euch wieder zu den bringen, damit ihr abgesprengt werdet. Gut. Wenn ihr wünscht, stellen wir euch eine weitere Inquisitionstruppe zur Verfügung. Menschen, die für den Imperator und für euch in den Tod gehen, um euch Ablenkung zu verschaffen, wenn ihr es wünscht. Ein solcher wird der feindlichen Umgebung nicht gewachsen sein und wäre eine Verschwendung seiner Werke. Ich muss Bruder Armenius da zustimmen. Schickt sie lieber zur Verstärkung auf dem Planeten. Dort können sie mehr anrichten, als uns im Wege zu stehen. Ja, ich vermute ebenfalls, dass sie eher den Feind alarmieren zu unserer Präsenz, als dass sie unterstützend tätig werden können. Richtig, aus dieser Ansicht heraus haben wir auch diesen Menschen, der uns begleitet hat, den Agenten von uns weggeschickt. Thronagent Worgen hat gute Arbeit geleistet. Ich bedanke mich, dass ihr ihn weiter ausgebildet habt. Das ist nicht selbstverständlich für Deathwatch Space Marines. Er war adäquat. Er hat sich. Dem Bruder Octavius zustimmen, selten habe ich einen Menschen gesehen, der so präzise mit den Waffen umgehen konnte. Er hat sich tatsächlich als nützlich erwiesen. Wer? Möglicherweise könnten wir ihn wieder gebrauchen, aber nicht auf die, für diese Mission. Er ist ja in seinem eigenen menschlichen Apothekarium. Ja, er wird mit medizinischen Standards wieder repariert. Sobald er wieder unter den Lebenden weilt, reicht ihm eines von ein gutes Met aus meinem Quartier. Der Inquisitor nickt wieder und lächelt milde und bedeutet euch dann mit seiner gepanzerten Hand zum Ausgang. Ja, dort könnt ihr auch schon wieder sehen, wie der Reiniger Xerxes mit seiner Zigarre dort auf euch wartet, irgendwie lehnt an dem Türrahmen, hat seine Hände wieder verschränkt. Dieser Gestank vernebelt meine Geruchssinne. Ja, keine Sorge, drüben wird es viel schlimmer werden. Ja, damit kann euch der Reiniger Xerxes wieder zu euren Räumlichkeiten führen. Zahlreiche Servitoren, die dort bereitstehen, eure Rüstungen wurden repariert, gereinigt und die Servitoren und zahlreiche weitere Menschen würden euch dann eben in die Servorüstung Mark 7 helfen, sodass ihr dann gerüstet und gekleidet seid. Ihr könnt eure Schwerter, eure Boltpistolen aufgefüllt, aufmunitioniert wieder an euch nehmen und ein weiteres Teleportarium, was dann Gabriel gereicht wird. Und so nach grob 2 Stunden der Einkleidung, der Segnung, Maschinenöl, noch irgendwelche Duftkerzen, die entzündet worden sind und weitere Techpriester, die mit heiligem Maschinenöl herumgerieben haben, weitere Ordensinsignien und Reinheitssymbole, die aufgeklebt worden sind, steht ihr dann gerüstet in euren Hallen. Ich würde gerne wieder diesen Zielmarkierer anfordern und ausrüsten für mich. Was macht der Zielmarkierer? Der gibt Boni von plus 10 auf BF, wenn ich salven oder vollautomatisch schieße. Ja, so.
Wenn die Waffenkammer das hergibt, hätte ich gerne eine Sturmschrotflinte. Ja, klar. Im Astartes-Muster, versteht sich. Selbstverständlich. Ich würde mich mit Hallenfeuermunition einkleiden. Ich denke, sollte jeder von uns. Guter Einwand. Haben wir denn welche an Bord? Ja, das hatte ich den anderen auch schon gesagt. Ihr seid im Orpheus-Keil und dementsprechend würde Hallenfeuermunition selbstverständlich auch zur Verfügung stehen. Also brennt sich dann als organische Säure direkt in biologische Systeme und vor allem angepasst dann in die von den Tyranniden. Dann machen wir damit natürlich die Taschen voll. Ja, ich würde Höllenfeuermunition und meine Bombe einpacken. Ja, dein Rucksack geht ein bisschen nach hinten, wenn dir dann das reaktive Geschoss angebracht wird. Die nukleare Bombe, die dich dann ein bisschen nach hinten zieht, aber du kennst das Gewicht von deinem Tornister sowieso schon, sodass du es ein bisschen umpositionieren musst, den Tornister ein bisschen weiter nach links hängen und die Bombe dann rechts aufgehängt, sodass deine Servos ekelhaft quietschen und der Geist deiner Rüstung so ein bisschen widerspricht, aber selbst der Maschinengeist wird wissen, worum es gerade geht. Haben wir auch einen Auslöser per Hand bekommen? Selbstverständlich, kannst du bekommen. Ja, wunderbar. Ich würde zu unserem neuen Anführer marschieren. Hier, das ist der Auslöser. Sollt ihr es für nötig halten? Er ist bei mir in sicheren Händen. Ja. Und du wirst die ganze Zeit ein Auge auf der Bombe haben. Ja, natürlich. Aber ihr versteht, was das bedeutet. Eure Pflicht wird sein, wenn als Letzter zu fallen. Setzt alles daran. Ich habe mein Primärziel verstanden. Wunderbar. Gut, das, was wir vorhaben, ist wichtig und wird uns einen großen Schritt vorantreiben, wenn wir solide Informationen aus dem Schiff extrahieren können. Wenn ihr ausgerüstet seid, alle bereit sind, sollten wir uns zum Abschluss fertig machen. Bruder, wir sollten einen Eid für diesen Einsatz schwören. Das haben wir bei dem letzten Einsatz leider verpasst und es hätte uns noch den zusätzlichen Auftrieb gebracht, vermute ich. Bin ich von überzeugt. Ja, Bruder, wenn du uns darin führen willst. Nun, je nach Einsatz kann man verschiedene Eide schwören. Es gibt den Eid der Astartes, Eid der Loyalität, Eid des Ruhms, Eid auf den Imperator, den Eid der Waffen und nicht zuletzt den Eid des Wissens. Und genau diesen Eid würde ich vorschlagen, da wir ziemlich genau wissen, dass es ausschließlich gegen Tyranniden geht, könnten wir dort unsere Kampfkraft bündeln und einen leichten Bonus im Kampf erhalten. Ha, der Magus wirft uns in der Hölle Maul, um sein eigenes Wissen zu wahren. Nun, wir werden es ihm bringen. Und so lasst uns schwören. Dann schwören wir unsere Absicht und unser Missionsziel ein. So sei es. Schlag mir auf die Brust. Mit diesem Schwur sollten wir nun aufbrechen und unser Ziel in Angriff nehmen. Wird mir eine Freude sein, wieder an eurer Seite zu kämpfen. Ich werde für diese Mission meine Waffen wechseln. Das Kettensperrwert, was du führst, oder Tordal hat wohl guten Schaden an diesen Symbionten angerichtet. Lassen sich gut auseinanderreißen. In der Tat, sie hinterlassen ordentliche Wunden. Außerdem macht es durchaus mehr Sinn als mit einem normalen Schwert. Wenn ihr bereit seid, treffen wir uns am Abschlusspunkt. Bereit und eifrig. Ich meine Ausrüstung die gleiche verwenden werde wie beim letzten Mal. Bin ich bereits bereit. Unser heiliges Werk duldet keinen Aufschub.
Lasst uns also gehen. Während ihr auf dem Weg seid zu der Abschussvorrichtung, könnt ihr bereits hören, wie euer eigenes Schiff beigedreht hat und große Lanzenbatterien abgeschossen werden. Gewaltige Laser, die knacken um euch herum, alles verbrennen und ihr wisst, dass ihr auch beschossen werdet. Irgendwelche Dinge, die auf der Hülle einschlagen, auch wenn ihr selbst nicht auf der äußeren Seite seid, aber dennoch könnt ihr sie hören, wie es irgendwie knackt und wimmelt, wuselt. Ihr könnt noch einige rote Lichter erkennen, aber das scheint erst einmal niemanden zu beunruhigen, während ihr dann durch die grün erleuchteten Gänge geht, die von dem roten Blinklicht ab und zu etwas weiter erhellt werdet. Ihr könnt dann wieder den Reiniger Xerxes erblicken, der neben dem Torpedo steht und euch reinbittet. Also gut, wir geben euch noch etwas Ablenkung. Unsere Nova-Kanonen stehen bereit, die Torpedo-Lafetten, damit, naja, ihr nicht die gewaltige Wucht alleine in diesem kleinen Ding hier abfangen müsst, nicht wahr? Viel Erfolg, meine Lords. Viel Erfolg. Hab Dank. Ihr könnt einsteigen. Der Arbitrator schließt und dann passiert erstmal nichts. Ihr haltet euch fest an den Vorrichtungen und dann werdet ihr von der Wucht eines Ogryns getroffen, der sich auf eure Brust setzt. Der Hintertorpedo jagt kreischend aus dem Abschussrohr raus, beschleunigt und rast aus einer Krone aus Feuer hinaus in die Leere, weg von der Sicherheit der Flotte. Ihr könnt im halbdunkeln Inneren des Torpedos nur wenig erkennen. Der kalte Stahl um euch herum, die Wände. Es kreischt noch weitere Einschläge, die ihr hören könnt. Allerdings nicht an eurer Flanke, sondern eben auf der Haut des Inquisitionsschiffs, der schwarzen Flotte. Ihr könnt noch sehen, wie auch hier im Inneren schwache rote Gefechtsbeleuchtung glimmt. Eure roten Helme, die das so ein bisschen rausfiltern. Und so wartet ihr. Eine Ewigkeit fast, die ihr dort im Dunkeln steht, während draußen die Leere vom gegenseitigen Beschuss zerfetzt wird. Dann wandert ein plötzliches, beunruhigendes Zittern durch euren Torpedo. Ihr scheint langsamer zu werden, als würdet ihr in ein tiefes Wasser eintauchen. Auf der Hülle könnt ihr es prasseln, platschen, klimpern hören. Tausend winzige Einschläge um euch herum und dann wirft euch ein gewaltiger Aufprall gegen das Geschirr und dann ist alles still. Ihr seid angekommen.